Letztes Jahr haben wir zuerst mal Ride die Alps gemacht, Freeriden in der Schweiz. Das hat mich ja immer fasziniert, das ganze Utah und Kanada zu sehen. Und dann haben wir das so in die Schweiz bringen. Ja, wir haben letztes Jahr sehr viele coole Spots gefunden, geile Sachen zum Fahren. Leider natürlich auch Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber durch das haben wir natürlich auch lernen und da hat mir eine super Motivation gegeben, dieses Jahr noch einmal neue Spots zu finden. Bei der Suche bin ich verschieden vorgegangen. Einerseits habe ich viele Kollegen, die bergsteigen und klettern, wo viel ein Hang vorbeikommen. Andererseits bin ich viel auf Google Earth schauen. Ja, wenn ich Spots gefunden habe, die gut aussehen, kann ich sicher dort viel schauen, was wäre für mich im Kurzen zum Fahren. Dann schaue ich natürlich auch mit dem Filmer, wo wäre eine krasse Line, die geil wäre. Was sieht gut aus zum Filmen. Diesen Sommer ist es relativ kalt und wir haben jetzt im August schon wieder den ersten Schnee gehabt, oben auf den Bergen. Und so sind wir ein bisschen tiefer gelegen in Spots gefahren. Für den zweiten Spot sind wir zusammen mit Armin Bähli ins Bündnerland. Er ist von dort und kennt die Gegend. Und leider hat es ein bisschen geschneit. Und wir konnten nicht ganz alle die Lines fahren, die wir wirklich wollen. Wir haben aber gleich sehr viele coole Sachen gefunden. Und geil gewesen. Ich bin Armin Bähli, komme aus dem Bündnerland. Heute war der Remo auf Besuch. Ja, wir haben zwar Spass gemacht mit der Metal Crew. Mal gerne wieder einmal.